Kapitel 302 ist jetzt nun da und wir haben hier ein wirklich actionreiches Kapitel mit einer kleinen Überraschung am Ende, auf jeden Fall. Naja, okay, man muss auch sagen, so mittendrin gab es auch so eine kleine, ich sag's mal für die meisten, wie ich auch in den Spoiler-Talk in den Kommentaren gelesen habe, Enttäuschung. Man kann es verstehen. Aber darüber werden wir natürlich auch hier, beziehungsweise ich, drüber reden. Da gibt es eine kleine Vermutung, die halt auch noch machbar ist, was halt Tabata hier geplant hat für den Charakter. Leute, willkommen zu meiner Review zu Black Clover Kapitel 302. Wir sind jetzt hier mit Noelle, die jetzt nochmal in ihren letzten Moment hier im Saint Stage reingeht und mit Andine nochmal das Allernötigste versucht, um Megikula zu besiegen. Und da muss man halt auch einfach nur sagen, dass sie sich halt hier ganz normal durchkämpfen wird. Also Asta bleibt da hinten, passt hier natürlich ganz normal auf Lollapuzzica auf. Somit kommen wir jetzt eigentlich aber auch zu Rill, der jetzt nochmal hier natürlich so im großen Ganzen die anderen unterstützt. Er weiß ganz sicher, dass halt Noelle genauso wie halt eben Charlotte hier der Schlüssel zum Sieg ist. So im großen Ganzen. Noelle hat eben die Saint Stage und Charlotte hat ihre Anti-Fluchmagie drauf. Und das ist halt eben alles, was wichtig ist, womit er weiß, okay, er muss alles dafür tun, um diese Zeit eben zu unterstützen. Ganz einfach. Sprich, wenn er halt natürlich an den Gegnern sieht, die die beiden angreifen, so ruft er seine Valkyren, die er da oben rumfliegen, oder er beschwört irgendein anderes, was er erschaffen kann, um diese halt zu besiegen. Ganz einfach eine Hilfe aus der Defensive, was ziemlich cool ist natürlich. Dadurch hat er eben auch nochmal so einen riesen Typen erschaffen, ne, aus Farbe, ist klar, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Tabata hat hier zeichnerisch hier wieder total rausgehauen. Wir haben hier Charlotte, die ebenfalls weiterhin ganz normal kämpft und hier eben nochmal durchkommt. Das ist halt ganz einfach gesagt. Was aber interessant war bei Charlotte, das muss man sagen, ihr Angriff, also ihr, ich sag jetzt mal, ihr Speerangriff, in halt dem, was halt auch Schala hatte. Ihr erinnert euch, wer Schala ist. Das war ja die Elfin, die ja in Charlotte drinnen war. Also ziemlich cooles Detail, den man hier nochmal hatte. Aber hier nutzt auf jeden Fall natürlich Charlotte True Magic. Ne? Das will man auch nochmal hier gesagt haben. Funktioniert dementsprechend eigentlich ganz gut. Wir haben auf jeden Fall dann Megikula in der anderen Seite eigentlich, die nicht gerade irgendwie abneigt, hier irgendwie kleiner zu werden oder auch irgendwie abzuhauen oder zu flüchten. Die findet das einfach ziemlich interessant, was halt eben so die Menschen, die machen. In solchen Momenten wie diese werden die mal stärker, sagt Megikula. Und das findet sie sehr interessant. Und da muss man auch sagen, dass sie von diesen Wesen, die sie halt erschaffen hat und immer mehr erschaffen wird, halt auch riesige Bestien davon erschaffen hat, die wirklich groß sind. Das sollte man hier auch erwähnen. Die sind nicht gerade klein. Nicht so klein wie Megikula. Der musste sein. Jedenfalls war das natürlich so, dass halt eines dieser riesen Bestien-Dingern eben Noelle angreifen wollten. Also ich weiß nicht genau, ob Noelle diesen vielleicht erledigt hätte oder auch mit einem Schlag, da kann man nicht genau sagen. Aber in diesem Moment, wo halt Noelle quasi, ich sag so in Anführungszeichen, in Gefahr war, kam aus dem Nichts erstmal Luck und hat diese Bestie mit einem Schlag erledigt. Also er war wie in seiner ganzen Körperform und hat einfach mal Noelle in der Situation gerettet. Sagen wir jetzt mal auf jeden Fall so. Und naja, er will auf jeden Fall Noelle beschützen bzw. retten und ihr einen Weg frei machen, was natürlich auch gut funktionieren mag. Es ist nämlich so, dass dann halt eben Will dachte, alles klar, das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man ehrlich ist. Und da hat er eine Sache gemacht, die echt interessant war. Natürlich kann man das sagen. Er hat nämlich seine Twilight of Valhalla Magie ebenfalls weiter fließen lassen. Man hat es hier im Kapitel nämlich mal sehen können. Ihr müsst es mal an der Seite schauen, wo halt eben Luck vorbeigekommen ist. Dort hat man nämlich sehen können, wie halt eben diese Art und Weise, diese Magie zu Gaja hinfließen lässt und dann Gaja damit halt eben wieder auferstehen lassen konnte. Und ja, man muss halt sagen, wie es ist. Gaja ist von den Toten gefühlt wieder auferstanden. Und man muss natürlich jetzt hier komplett erklären, was plant Tabata hier wieder mal. Natürlich ist hier so eine Sache für sich mit Black Clover, dass ja Charaktere so gut wie kaum sterben. Das gebe ich zu. Ja, es ist auch so. Ne, kannst du aber auch nichts ändern dran. So ist das halt eben. Natürlich würde es mir auch lieber sein, wenn Gaja jetzt eben stirbt, weil er hatte diesen einen Moment gehabt und wenn er jetzt doch noch am Leben bleibt, wäre es natürlich ein bisschen lächerlich. Vor allem mit so einer Wunde, die er im Magen hatte und dann hat eben noch diesen krassen Anschlag auf sich selber. Leute, das, ne, ne. Also, self klar, der muss eigentlich tot
sein. Scheiß auf die Beziehung von Lolo Pacheco und Katja. Leute, er muss tot sein. Das weiß ich selber. Ist auch wahr. Man kann halt eben diese Kacke, man kann es halt nicht immer beschützen. Ich muss aber dennoch immer noch sagen, dass die Sache mit Julius Novacrono immer noch gut war. Dass er wieder zurückgekommen ist. Aber mit diesem Handicap, dass er jetzt ein Kind ist und keine Magie mehr einsetzen kann, da bin ich halt meiner Meinung. Und dazu sage ich immer noch, das ist gut gelöst. Das ist super gelöst eigentlich. Die Sache mit Gorsche, okay, das ist eine ganz andere Sache. Der wurde halt angegriffen und das war ein guter Moment für Grey, diese wahre Magie zu zeigen, ihre Potenzial herauszuschöpfen und das war perfekt gewählt. Mit Gaja, da macht er einen Fehler, wenn er am Ende stirbt. Man muss aber jetzt erstmal kurz sagen, okay, dass wenn ein Heilmagier kommt, muss er auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass halt eben Mimosa Gaja in so einer Art und Weise nicht heilen kann. Da bin ich mir ehrlich, das kann nicht möglich sein. Tut mir leid, also so stark kann halt eben Mimosa nicht werden. Allerhöchstens könnte ich mir vorstellen, dass halt auch nicht mal Sekre das schaffen könnte. Denn jetzt müssen wir kurz mal festhalten. Wir haben hier nämlich Gaja, wie er hier auch so aussieht. Ihr müsst euch mal ihn angucken, wie er mit den Mustern aussieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch so Brandmale sind oder irgendwas anderes, aber man muss sagen, dass halt eben Gaja genauso aussieht, so wie Lumiere, als der aufgetaucht ist. Ihr kennt doch Lumiere, der aufgetaucht ist, um gegen Zagret zu kämpfen, der zusammen mit Licht gegen Zagret gekämpft hat. Leute, es ist quasi das Gleiche. Lumiere konnte halt eben nur noch auferstehen lassen, beziehungsweise kämpfen, dadurch, dass er halt irgendwie durch die magischen Steine eben Kraft bekommen hat. Das war der einzigste Grund. Nachdem das vorbei war, nachdem er diese Kraft nicht mehr hatte, ist er erloschen. Bröckelte er weg. Er war tot. Er ist weg. Okay, ganz einfach gesagt. Das Gleiche kann hier mit Gaja passieren. Tabata kann Folgendes geplant haben. Und ich gehe mal stark davon aus. Da könnte man natürlich jetzt vorstellen, dass wenn es halt eben so abläuft, wie wir es irgendwie vielleicht vorstellen könnten, Gaja würde jetzt hier mit dieser Kraft, die er jetzt erstmal bekommen hat, kämpfen. Er sagt ja auch im Kapitel selber, dass er halt schon gefühlt längst tot war. Also er meinte hier in den Worten, ich bin schon so gut wie tot, jedoch ist mir das jetzt erstmal egal. Dafür, dass ich weiterhin an der Seite von Lolo Pacheco oder für Lolo Pacheco kämpfen kann, bedankt er sich auch noch. Er ist zufrieden damit, dass er halt für sie nochmal kämpfen kann. Also für ihn selber, er ist tot. Also man muss auch sagen, wo halt eben Lumiere an den letzten Moment hatte, letzte Kapitel da war, hat er auch irgendwie gesagt, dass eine Heilung nicht funktionieren könnte. Mimosa wollte es versuchen, aber die haben jetzt gar nicht irgendwas versucht, weil die, glaube ich, wussten, dass das keinen Sinn hat in diesem Moment. Anscheinend. So, Gaja sieht jetzt genauso aus. Und da könnte man jetzt irgendwie vorstellen, halt eben, und das ist eine Spekulation, die natürlich passieren könnte. Also, gehen wir jetzt mal davon aus, dass nachdem Magikula besiegt worden ist, so könnte man sagen, dass der Fluch halt eben allgemein vergeht, okay? Von Lolo. Also, der Fluch von Lolo in ihr Bauch verschwindet. Und sie wird natürlich auch wach. Wills Magie, Twilight of Valhalla, vergeht. Ist klar, hat er gesagt, das geht nach ein paar Minuten weg und dadurch kommt halt der ganze Schmerz, den man davor erhalten hat, wieder zurück. Aber das ist auch, was man irgendwie aushalten muss, was man eben für den Kauf nehmen muss, okay? Das, was er auch sagte. Nimmt er gerne im Kauf, das ist kein Problem für ihn. Und in der Zeit, wo natürlich Gaja merkt, okay, die Magie geht aus, er hat keine Zeit mehr, könnte er in der Zeit sterben und jetzt können wir natürlich sagen, in der Zeit, wo Lolo Pacheco wach ist und natürlich heult, traurig ist, gegenüber von Gaja, können die beiden sich verabschieden. Beziehungsweise Lolo schreit, heult und weint niederträchtig, übertrieben, krass, ganz normal. Aber Gaja sagt einfach so richtig cool, leb wohl. Oder irgendwas anderes, was halt irgendwie so kitschig ist. Ihr versteht. Solch ein Moment könnte Tabata machen. Was er aber plant, liegt in seiner Hand. Mehr nicht. Es kann immer noch, wie soll ich sagen, jemand kommen, der so eine krasse Heilmagie drauf hat, wie im Beispiel Grey, und ihn heilen. Nur ich weiß nicht, ob Grey das auch wirklich kann. Oder ich weiß auch gar nicht, ob Grey in der Zeit kommen kann. Und das liegt, wie gesagt, an Tabata. Nicht an uns oder sonst irgendwie. Natürlich, wenn er überlebt, ist es scheiße. Aber es ist dann halt so. Dann können wir nichts daran ändern und müssen wir akzeptieren, leider. Ist halt eben so. Natürlich kann auch Tabata nicht alles richtig machen, aber wenn er halt eben das so will, muss man das eben akzeptieren. Je nachdem machen wir aber dessen weiter, denn Tabata hat hier dennoch sehr gut was gezeichnet. Auch wenn man halt eben noch sagen kann, okay, in so einer Situation, wenn man das jetzt mal so vorstellt, wie ich es dir erklärt habe, dass Gaja nur temporär so weg ist, könnte man sagen, okay, das geht dann wiederum klar, denn hinten war ja nämlich Lack, der nach Gaja geschrien hat und dann auf jeden Fall muss man sagen,
sagen, die beiden zusammen, es war cool, wie die da standen. Es war wirklich cool, wie die da standen zusammen. Und dann meinte halt einfach Lachs so, lass uns loslegen. Und Gaja so, ja. Und beide haben halt eben diese eine Magie verwendet, wo die richtig schnell mit Lichtgeschwindigkeit auf ein, ich weiß auch nicht, einfach so durchgegangen sind. Okay, es ähnelt, ich glaube es jedenfalls, aber es ähnelt irgendwie Keranos Magie. Ihr kennt die ja noch, wie er halt eben diesen Typen eingesetzt hat. Es ähnelt diese Magie. Kann gut sein, dass es auch das ist, denn dadurch haben die halt viele von diesen Zombie-untoten Bestien halt erledigen können, was ziemlich geil aussah. Also ich muss schon sagen, vom Zeichnerischen her ist das richtig, das sieht dope aus. Okay, das sieht dope aus, was Tabata hier gezeichnet hat. Und in diesem Moment haben die natürlich auch Maggie Cool angegriffen und wiedermals ein bisschen ein Stück von ihr Körper zerbröckelt worden. Also die sagt selber, dass ihr Körper nicht so viel aushalten kann. Auf jeden Fall, in einem Moment war halt Noelle so nah an Maggie Cooler, dass sie es halt fast, wirklich fast verkackt hat. Also Maggie Cooler selber. Aber dann hat Maggie Cooler es halt eben nochmal aufhalten können mit ihrem Flugabwehrmagie. Und Noelle musste selber gucken, dass sie jetzt irgendwie es schafft, ihr Herz zu treffen. Was jetzt nicht so krass einfach ist. Noelle hat nicht so viel Kraft mehr. Auch dadurch hat sie irgendwie nicht so viel Kraft, dass sie es bis dahin schafft. Denn Maggie Cooler wundert sich sogar selber, dass es halt eben sogar noch so, auch wenn dieser Körper nur temporär und so ist, so nicht so krasse Kraft hat, weil es dann noch nicht ganz draußen ist, wundert die sich selber, dass halt eben Noelle so weit kommt. Aber sie gibt Noelle in den Worten Komplimente. Zum Beispiel, dass sie halt immer noch beeindruckend ist, wie gut Noelle in der Zeit gekämpft hat. Also ich sag's, wie es ist. Noelle und Maggie Cooler zusammen haben auf jeden Fall einen so krass guten Moment, wo ich mir immer noch wünsche, dass die Feindschaft einfach bis zum Ende noch bleibt. Ich weiß nicht, aber Gottes Willen, ich will einfach nicht, dass Maggie Cooler in naher Zukunft jetzt schon stirbt. Ich will das eigentlich gar nicht. Ey, da kann von mir das Gaja noch überleben, mir egal, aber Maggie Cooler muss bleiben. Bruder, der darf nicht sterben, ich will das nicht. So ein Antagonist, Leute, das ist geil. Ich feiere das. Ich feiere das richtig. Aber jedenfalls war auf jeden Fall Maggie Cooler von sich sehr zu sehr sogar überzeugt und dachte, jetzt reicht es. Die Magie von Noelle geht langsam wieder weg. Ich habe das Gefühl, dass das Schwert ein bisschen verschwunden ist. Bin ich nicht so genau sicher. Aber Noelle kam halt eben nicht weit und die meinte auch, das ist der einzigste weite Weg, den du nur noch schaffen kannst. Mehr nicht. Hier ist der Schlussstrich. Und dann natürlich so in einem Moment auf einmal Noelle sieht so, ha, da kommen so Feder runter. Die kennt die doch irgendwie. Und ja, es ist so, wie es ist. In so einer richtig nicen, aber richtig feinen Szene zeichnet Tabata uns wieder etwas sehr Geiles. Und da haben wir tatsächlich in diesem Moment Nozzle bekommen, der nämlich Noelle in so einen Käfig aus Quecksilber halt eben beschützt hat und eingefangen hat, muss man halt eben sagen. Und hier sagt er auch schon wieder, noch einmal, du hast es gewagt, dich meiner Familie zu zeigen. Und dann mit so einem krassen, hammercoolen Blick, wo ich muss immer wieder die Ader erwähnen, die Ader ist geil, okay? Die Ader ist richtig cool. Und du merkst einfach, was für eine Wut er hat. Er meinte hier wirklich, wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Holy shit, Leute. Ihr wisst ganz genau, dass Nozzle einen immer überraschen kann. Egal in was für eine Art und Weise. Er ist auf einem Level, der einen immer überraschen kann. Immer. Immer. Ich sag's euch. Dieser Kampf, Nozzle gegen Maggie Cooler, könnte so fucking awesome werden. Ne? Ich erinnere mich noch an einen Moment, wo Nozzle Asta und halt eben noch Yuno gerettet hat. Da hat er auch einfach einen 0, nichts Patri, der ja sowieso schon sehr stark war als Dark Elf, halt eben erledigt. Okay, 0, nicht. Ich hoffe, dass halt eben Nozzle Maggie Cooler nicht jetzt auf einen Augenblick besiegen kann. Ich hoffe es nicht. Aber ich hoffe wirklich, dass da ein richtig nicer Kampf kommen kann. Wenn wir Glück haben, übernächste Woche, also Kapitel 303, könnte es sein, dass wir dann halt eben Nozzle gegen Maggie Cooler sehen könnten, wo es ein bisschen ernster werden könnte. Dann könnte es sein, dass entweder Nozzle vielleicht einen Plot bekommt, indem er halt eine neue Magie einsetzt, die richtig krass ist. Oder wir bekommen einfach mal Nozzle und Noelle gegen Maggie Cooler oder irgendetwas passiert mit Asia Silver in Sache Flashback oder die taucht einfach da so auf als Geist oder Seele, was auch immer, Leute. Vieles ist hier möglich und dieser Plot ist ziemlich geil gewesen. Leute, Nozzle ist da, das macht mich schon ziemlich zufrieden. Glaubt mir, Leute. Das wird episch auf eine geile Art und Weise. Damit endet auf jeden Fall Kapitel 302 von Black Clover. So, Leute, mit Nozzles Auftritt haben wir jetzt hier eine Art Möglichkeit, die wir
ich denke mal, schon in Anspruch nehmen könnten, dass wir wahrscheinlich, und ich hoffe es sowas von, dass wenn Maggie Cooler vielleicht, auch wenn ich es nicht will und ich will das wirklich nicht, besiegt wird, dass wir vielleicht dann auf jeden Fall Aishir sehen werden. Dass die beiden halt eben Aishir nochmal zu sehen bekommen werden. Sowas hoffe ich mir vielleicht im Großen und Ganzen. Es könnte möglich sein, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass irgendwie noch Dorothy dabei ist, weil warum eigentlich nicht? Ich würde auch gerne wissen, in was für einer Art und Weise halt eben Nose gewusst hat, dass jetzt Maggie Cooler in der Nähe ist oder Noelle in der Nähe ist oder so, weil irgendwo musst du ja auch hier Dorothy alleine gelassen haben, weil es wäre cool, wenn die da wäre, ne? Dann hätten wir Dorothy, die halt wirklich ihre Traumwelt einsetzen kann und dann halt eben Noelle bzw. auch Nose zusammen halt da reinschicken könnte und die würden alle gegen, ja ich sag mal hier wie es ist, Maggie Cooler kämpfen und dies war so auf eine ganz andere Art und Weise. Aber meine Hoffnung sind natürlich auf jeden Fall, dass jetzt Maggie Cooler noch ein bisschen, also wieder sich aufbaut, sich wieder schnell regeneriert und dadurch halt eben ein bisschen mehr Kräfte einsetzt. Also ich hoffe in irgendeiner Art und Weise, dass Maggie Cooler jetzt nicht so schnell besiegt wird. Ich brauche das echt nicht so, weil es, ich weiß auch nicht, wir wollen doch ein bisschen mehr Action sehen. Wir wollen doch so etwas sehen. Ich weiß, dass der Arc in der Zukunft jetzt nicht mehr lange läuft, aber diese Art von Action, die können wir erhoffen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber je nachdem, die Frage geht eigentlich so eher an euch, ne? Damit ihr die auch in die Kommentare schreibt, beantwortet diese Frage im Großen und Ganzen, was glaubt ihr, mit was halt eben so Nozzle Maggie Cooler besiegen wird? Mit Hilfe von Noelle oder mit Hilfe von Aishir? Oder mal ganz anders gesagt, wird Nozzle im Großen und Ganzen Maggie Cooler halt mit einer ganz anderen Magie besiegen? Das ist die Frage, die ich jetzt euch stelle. Denn wir müssen eins wissen, wir wissen nicht genau, was Nozzle so in den 6 Monaten gelernt hat. Ich bin nicht sicher, ob der überhaupt trainiert hat, aber bestimmt hat er irgendwas Neues gelernt und das könnten wir in Anspruch nehmen. Wer weiß. Diese Frage sind an euch gestellt. Also gerne einfach irgendwas kommentieren oder einfach etwas, was ihr vielleicht ganz anders denkt, was passieren könnte. Eure Meinung ist auf jeden Fall auch gefragt. Ich kann also eigentlich nur noch dazu sagen, wie seid ihr auf jeden Fall mit eurer Meinung mit Gaja so am Start, wie ich das so gerade im Kapitel erklärt hat in der Review, weil dass er halt eben so aussieht wie Lumiere, dass er halt dann wahrscheinlich, wenn die Magie vorbei ist, dann auch sterben könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist groß und auch klug gestellt. Eigentlich, dass halt eben das Sabata auch so machen würde. Also eure Meinung auch dazu gerne in die Kommentare. Würde mich da auch natürlich sehr interessieren, dass wir darüber auch diskutieren können. Und ja, ich weiß natürlich, Gaja ist back. Es ist natürlich die Ernsthaftigkeit, die weggenommen wird. Das weiß ich. Aber versuchen wir das Positive mal irgendwie dann wegzunehmen. Vielleicht wird er ja wirklich doch noch am Ende sterben. Und dann kommt ja noch dieser eine Moment mit Loro Pachika und dann eben nochmal mit Gaja, dass er das vielleicht noch rausholt, weil dann wird es auch wieder logisch erklärt, vielleicht ein bisschen. Kann ja auch so sein. Vertrauen wir einfach mal Tabata. Warum eigentlich nicht? Kommt schon. Je nachdem kann ich hier nur noch eines sagen. Nächste Woche erscheint kein Black Clover Kapitel, denn da ist nämlich Pause. Also für die Weekly Shonen Jump allgemein ist in Japan die Woche Pause. Und da muss man natürlich sagen, dass dann in 2 Wochen erst Kapitel 303 kommen wird. Und nochmal zur Erinnerung, dieses Kapitel erscheint natürlich erst am Montag auf Manga Plus. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, ne, ist klar. Leute, wenn euch doch diese Review gefallen hat, dann würde es mich hier natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal 2 Videos für dich und den Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.